Hallo, werte Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung. Schön, dass ihr auch heute euch entschlossen habt, wieder mir kurz die Ehre zu erweisen und euch ein Replay vom Dennis 7000 anzusehen. Den M103 hat er mir eingesandt und da ich diese Panzerei selber sehr gerne mag und auch mit dem T32 selber zu diesem hier bin, dachte ich mir, ja, warum schauen wir da nicht mal rein? Und natürlich Matchmaking Glück par excellence, 9er Panzer, 2 Stück davon an der Zahl, dann nochmal 4 Achter und dann nur noch 7er. Also von dem her, da lief es gut mit ihm und er hat hier natürlich alle Möglichkeiten. Klassischerweise wird er jetzt Richtung A1, A2 fahren und da oben dann wirken. Vielleicht zu dem Panzer in der Zwischenzeit noch ein, zwei Sachen gesagt. Durchschlagskraft 258 oder mit Premium 340. Wir sehen eine vernünftige Geschwindigkeit für einen schweren Jungen. Also da ist alles dabei. Der Panzer selber ist wirklich ein guter Allrounder. So, hier wird gleich ein bisschen gekuschelt. Und jetzt ist er gleich soweit und kann hier da auf Gegnerhatz gehen. Und er fährt jetzt hier erstmal so, dass er hier drüben hochkommt. Also er geht jetzt nicht den ganz klassischen Heavy-Weg, sondern so den, den man eher auch gern mit dem Mediums bespielt. Bin ja gespannt, ob das hier gut für ihn ausgeht oder nicht. Gerade bei den schweren Panzer, da weiß ich nicht, ob ich die Deutschen mit der Tiger-Reihe oder hier die Amerikaner bevorzuge. Das sind beides sehr, sehr coole Linien. Und hier der Super Pershing, der frisst mal direkt den ersten Hit. Und hier muss man aufpassen, dass man jetzt genau entweder von da vorne oder von da drüben nicht jetzt irgendwo besonders aufs Horn genommen wird. Aber die Kette ab, das ist noch halb so wild. So, und da ist auch schon der KR, aber auch der hat hier nur die Kette gezogen. Ansonsten ist das jetzt halb so wild, weil es gibt hier gerade keine Artis. Also von dem her, da kann man auch damit leben, wenn man die Kette gezogen bekommt. So, und jetzt passiert das, wo man hier an dieser Stelle ganz besonders aufpassen muss. Dass natürlich vorne zwei Panzer kommen und einen da beschießen, weil so gesehen hat man da drei Seiten, von denen man da aufs Fressbrett bekommen kann. Oh, das war ein krasser Hit. Den hätte ich nicht gedacht, dass der noch kommt. Und dass der auch noch durchschlägt. Ja. Not bad. So, jetzt Gun Depression. Naja, da fahrt er ein bisschen zu weit hier rechts den Hügel hoch. Jetzt pushen die da durch. Und gerade da ist nur noch der T29. Also den nimmt der M103. Hatte ich gedacht, den nimmt er jetzt von hinten. Aber nimmt er doch nicht. So, den sollte er sich mal schnappen. Ne, der M103 kommt zu ihm, lässt den T29 da stehen. Aber der T29 hat jetzt auf den M103 geschossen. Der M103 schaut jetzt auf den T29, nimmt ihn raus. Aber jetzt müsste er die Chance haben, hier eine zu verpassen. Genau. Jetzt kommt aber da der IS-3 hoch. Also jetzt drücken sie hier auf ihn drauf. Da hat er nochmal den M103 gut durchschlagen können. Der Vorteil, was er jetzt hier hat, beim Stand von 4 zu 7, dass der IS-3 keine tolle Gun Depression hat. Also er muss hier fast einmal rüber loomen, dass er da auch dementsprechend selber dran kommt. Und das war der Fehler vom M103, mit den Hitpoints seitlich so rausfahren. Das sollte man nicht. Hat er jetzt an eigenen Leib erfahren. Unten steht jetzt da schon ein Gegner im Cap, aber durch die passive Ausrichtung vom IS-3 konnte er jetzt hier auf den IS nochmal einen Hit draufgeben. Oh, da jetzt nur die Kette. Es war halt ein schneller Schuss, den er da kurz rausbekommen wollte und dementsprechend da diesen Kettenschaden. So, der Petten-KR bekommt einen Hit, darf aber auch gleich wieder einen zurückgeben. Und auch da war der gefühlt zu neugierig und bekommt hier da
seitlich eine in die Kette. Jetzt kommt da der IS-3 wieder rum, der schießt auch nur auf ihn und hat gerade einen gefangen und dementsprechend konnte er den mit seinem nächsten Schuss wegmachen. So soll es sein. 8:9 lediglich noch. Und 9:9. Ja, 4 Kills. Da vorne muss er aufpassen. Der M103, der hat sich jetzt hier den Weg durch den Jagdpanther geschossen. Jetzt von rechts könnte der T29 noch dastehen. Tut's auch. Er zieht sich jetzt hier zurück. Der T29 schießt hier nicht. Das ist jetzt sein Glück. Aber doch jetzt. Und jetzt ist er in dem Bereich, wo er mit dem nächsten Schuss weg wäre. Deswegen rettet er sich jetzt hier hinter das Panzerwrack. 2 im Cap da jetzt aktuell. Ganz viele T29 hier in der Runde. Und der T49, der ist fleißig, du. 4 Kills schon. Er braucht jetzt noch hier einen für sein für seinen Krieger. Ja. Und da hat er auch seinen Krieger schon. Der T28 da unten natürlich ein schönes Ziel so seitlich. Und zündet ihn an. Und leider kriegt er den Kill dann nicht. Schade, dass da der Tiger noch intervenieren wollte, aber am Ende ist jeder tote Gegner ein guter Gegner. So, jetzt dürfte der T29, ich wollte es gerade sagen, gleich auftauchen. Und da ist er auch schon. Aber da, bevor er schießen konnte, hat hier der M103 geschossen und nimmt hier ihn raus mit seinem 7. Kill. Und die letzten beiden sieht man hier gerade aufgedeckt. Die toben sich gerade mit dem T34-3 aus. Und da will er jetzt scheinbar auch hin. Also er fährt jetzt hier nicht zum Cap runter, sondern er fährt jetzt hier Richtung Gegner. Definitiv auf jeden Fall. Da unten ploppt jetzt wieder der erste auf, aber wie gesagt, meines Erachtens muss er gerade sich besonders hier vor dem T49 vorsehen. Da muss er jetzt schnellstmöglich hin. Und jetzt hat er hier gleich eine sehr schöne Position, von der aus er wirken kann. Hier kriegt er leider noch nichts aufs Rohr, aber er ist selber offen. So, jetzt muss er aufpassen, dass er natürlich von unten keine gewischt bekommt, aber auch von vorne nicht. Er macht es hier jetzt aber gut, macht hier jetzt nichts Übertriebenes, ist jetzt hier nicht zu schnell drauf, sondern wartet da ab, bis er wieder mehr sieht. Und da ploppt der erste auf, und zwar der T49 ist aber außerhalb der Drawing Range. Ich glaube nicht, dass der geklappt hat. Wenn der gesessen hätte, dann muss ich sagen, Hut ab. Und da kriegt er jetzt einen Schuss rüber. Auto-Aim. Wow, der war gut. Muss man sagen, dass er da so getroffen hat, ist natürlich auch ein bisschen Glück. Aber am Ende des Tages gehört auch ein Glück immer ein bisschen dazu. So, und jetzt hier der T49. Ah, da schießt er daneben. Na, da hat er jetzt leider den Reload. Musste also wieder ein bisschen Geduld haben.
Vielleicht kommt der T49 hier ja nochmal unten rum. Und da ist er. Ah, immer noch nicht. Schade. Komm schon, jetzt mach ihn mal weg. Und jetzt fährt er wieder vor. Der schaut gut aus. Und da hat er ihn rausgenommen. Ja, feine Runde. Sehr schön gemacht. Über 6000 Schaden und die Radley Walters geholt. Der 10. Kill, der ihn da ein bisschen abhanden gekommen ist, hätte ihn wahrscheinlich auch noch gefreut. Aber so war es halt Radley Walters. Feine Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, Daumen, Kommentar und ein neues Abo sind immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.